Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer letzten Woche vor der Weihnachtspause. Wir haben heute die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das ist eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 oder e-mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Wolfgang und Wolfgang ist 46 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Wolfgang. Ja. Ich habe mich in eine Frau verliebt, ja, die ich in einem Bordell kennengelernt habe. Ja. Und die also als Prostituierte arbeitet. Derzeit als Prostituierte arbeitet. Ja. Wann hast du sie kennengelernt? Ende August. Und ich war jetzt über einen Zeitraum von etwa 4 Monate sind es ja jetzt, war ich schätzungsweise 25 Mal bei ihr. 20 Mal? Das kostet aber Geld. Ja, aber das... ich muss vorab fragen, ob du bist solo, du bist nicht verheiratet. Ich bin solo, ja. Das ist schon mal gut. Ich war fast 20 Jahre verheiratet. Ja. Und bin mittlerweile seit gut 4 Jahren geschieden. Und gehst du denn bist du in den letzten Jahren oft in ein Bordell gegangen oder war das jetzt gerade so eine Zufallsbegegnung mit der Frau? Also ich bin schon öfters in einem Bordell gewesen, aber ja. Ich sag mal, das war wenn es im Monat einmal war. Naja gut, aber da kommt ja doch einiges zusammen. Ja gut, wie gesagt, das ist halt, also jetzt innerhalb dieser Zeit, wo ich die Frau kenne. Ist das natürlich wahnsinnig viel, 20 Mal. Das ist ja. Super. Ja. Ich gehe davon aus, dass du dich in diese Frau verliebt hast. Das ist richtig, ja. Hat sich die Frau in dich auch verliebt? Das ist mit Sicherheit nicht nur eine Geschäftsbeziehung war. Ja. Also das Gefühl hatte ich also schon. Hast du dich denn geoutet? Hast du ihr gesagt, dass du dich in sie verliebt hast? Nicht klipp und klar. Ich habe ihr also nicht wortwörtlich gesagt, ich liebe dich oder aber die ich habe mich in dich verliebt. Die oder ahnt das schon irgendwie. Ich hab ihr halt Geschenke mitgebracht zum Beispiel. So. Sie hat aber über ihre Gefühle zu dir noch nichts gesagt. Nee. Aber wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie kommt, wie gesagt, aus Südamerika. Ihre Eltern zur Hälfte aus Venezuela, die andere Hälfte aus Kolumbien. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich ich habe in der Schule in den 70er Jahren Spanisch gelernt, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich mal nach Südamerika gehen würde. Und wir haben darüber gesprochen, dass mich also nach wie vor halt, dass jedes Mal mir eiskalten Buckel runterläuft, wenn ich also irgendwelche Geschichten aus Lateinamerika sehe. Also darüber habt ihr nur gesprochen. Du hast nicht gesagt, ich will da hingehen und du kommst mit oder so. Nee. Wie gesagt, aber wir haben darüber gesprochen, dass sie zum Beispiel halt auch ein Interesse daran hat, über lang oder kurz wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Jetzt möchte ich wissen, ob du diese 20 Mal, während du dort warst oder als du dort warst, immer normal den Preis bezahlt hast. Jein. Also normalerweise, sage ich jetzt mal, gibt in diesen Etablissements ziemlich klare Regeln, wie also das Geschäftliche da abläuft. Also wie viel hast du gezahlt? 30 Euro. Und sonst, früher? Die 30 Euro habe ich immer bezahlt. Ja, und? Nur jetzt zum Beispiel bei dem letzten Mal, wo ich bei ihr war, das war vor einer guten Woche, war ich 1,5 Stunden bei ihr. Achso, ich merke schon daher das Jein. Du zahlst immer deine 30 Euro, darfst aber da ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, also. Es ist vielleicht ein bisschen intensiver und weiß ich was. Ja, genau. Es ist auch dann,
wir sind teilweise, nachdem wir im Bett waren, wo wir eine Stunde zusammen liegen und uns halt erzählen. Verstehe. Das macht einen, das emotionalisiert einen natürlich. Ja. Das kann einem auch Hoffnung machen. Klar. Ne? So, wie geht das jetzt weiter? Du bist in diese Frau verliebt, hast es ihr noch nicht klar gesagt. Was sie für dich empfindet, weiß man nicht. Nein. Ne? Das kann alles und nichts sein. Ja. Ne? Das kann sein, dass die dich durchaus sympathisch findet. Und, klar. Aber es kann sein, dass die null größere Empfindung für dich hat oder gar dich liebt. Ne? Jetzt ist doch wirklich die Frage, wie man mit oder wie du mit der Situation umgehst. Ja, das ist, wie gesagt, was mich halt auch beschäftigt, ist halt die Tatsache, dass ich dir bei dem letzten Mal, wo ich bei ihr war, halt auch ein Geschenk mitgebracht habe. Das war eine Halskette, über die sie sich sehr gefreut hat. Mhm. Und ich weiß halt jetzt nicht, inwieweit, weil sie mir gesagt hat, sie hat sich von ihrem Mann, ist sie getrennt, beziehungsweise mittlerweile geschieden. Mhm. Ihr hat jemand dabei geholfen, quasi halt wegzukommen. Ja. Jetzt weiß ich halt nicht, ist dieser jemand, also darüber hat sie sich halt auch nicht weiter geäußert, ist das halt ein Mann, der jetzt unter Umständen ihr halt auch ein Problem macht, wenn sie jetzt plötzlich mit irgendeinem Geschenk von jemand anders nach Hause Es ist aber alles völlige, ein Stochern im Nebel. Ne? Genau. Wir wissen überhaupt gar nichts. Gar nichts. Ja. Was willst du von der Frau? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sie natürlich erstmal gerne, wissen, ob überhaupt bei ihr mehr da ist als eine reine Sympathie oder irgendwas. Wenn da mehr da wäre, könntest du dir durchaus vorstellen, dich in diese Frau noch weiter zu verlieben und vielleicht sogar mit dieser Frau eine Beziehung aufzubauen. Klar. So. Nächster Schritt ist, herauszubekommen, ob da ein wenig mehr ist als nur eine geschäftliche Beziehung. Ja. Lad sie doch mal ein. Lad sie doch mal privat ein auf einen Kaffee. Das Problem ist, dass sie ja nicht mehr aufzutreiben ist. Sie ist ja... Wie? Ja, sie ist seit, also das war wie gesagt letzte Woche Montag, wo ich ihr auch eben dieses Geschenk mitgebracht habe. Ja. Wir hatten uns dann verabredet, ich habe dann zu ihr gesagt, ich komme Donnerstag oder Freitag nochmal. Mhm. Und und Donnerstag, Freitag komme ich, oder beziehungsweise Donnerstag kam ich dann dahin und da war jemand anders in diesem Zimmer gewesen. Und hast du mich rumgefragt, wo sie ist? Natürlich. Und dann hieß es ja, keine Ahnung, wer da vorher drin war. Dann habe ich also die Kolleginnen ringsherum gefragt und die waren der Überzeugung, dass sie wahrscheinlich ein Stock höher wäre. Ja. Dann habe ich da oben halt alle Damen... okay, aber mit dem Resultat, dass du sie nicht gefunden hast. Okay, das ist natürlich jetzt, das erzählst du mir das jetzt erst am Ende des Gesprächs. Das verkompliziert das Ganze ja noch enorm. Ja. Ne, wenn sie jetzt nicht auffindbar ist, kannst du auch gar nichts unternehmen. Ja. Also jetzt kann man ja eigentlich nur hoffen, dass sie vielleicht irgendwie, weiß ich, eine Erkältung oder irgendeine kleine Erkrankung hat, dass sie einfach ein paar Tage mal nicht da ist. Ja. Ja. Weil da habe ich jetzt auch gar keine Idee, wie du diese Frau finden könntest, wenn du nicht da vor Ort in diesem Club, wenn da schon keiner weiß, wo sie ist, ist es natürlich übel. Jetzt kann man, wie gesagt, nur hoffen, dass sie wieder auftaucht dort. Ja. Wenn sie wieder auftaucht, dann sprich sie unbedingt an, Wolfgang. Ja. Und versuche es einfach. Ich meine, was hast du zu verlieren? Du hast gar nichts zu verlieren. Ja. Ja. Ne? Lad sie ganz privat zu einem Essen oder zu einem Kaffee mal ein und dann kannst du mal so ein bisschen vorfühlen, wie die Lage aussieht. Ja. Kann ich dir eigentlich nur die Daumen drücken und dir wünschen, dass du sie findest? Weil ich habe da keine Idee, wie du an die Frau rankommst. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich weiß von ihr, dass sie am 23. Dezember zu ihrer Mutter nach Kolumbien fliegen will. Mhm. Und wenn also alle Stricke reißen, werde ich wohl den 23. Dezember am Frankfurter Flughafen zu. Ja, das ist, finde ich, auch sehr, das finde ich wirklich eine tolle Idee. Das finde ich sehr toll. Also ich meine, wenn sie dann nicht merkt, dass du es sehr ernst meinst, dann wissen wir es nicht. Ja. Am 23. Dezember gibt es nur Flüge von Frankfurt aus nach Kolumbien? Das kann man ja rauskriegen. Ich vermute mal, dass es, weil sie momentan in Frankfurt halt wohnt. Ach so, ja klar, dann ist es ja ganz eindeutig. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wenn du sie bis dahin nicht findest, gehst du schön am 23. Dezember zum Frankfurter Flughafen und hältst die Augen auf. Genau. Das würde ich auch machen. Und da wünsche ich ja alles Glück für.
Das freut mich. Ja. Lieber Wolfgang, toll, toll, toll. Dankeschön. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ja, tschüss. Dir auch. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live in der Sendung. Wir haben heute eine freie Themennacht. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Badezimmer. Ich möchte mich mit euch über über das Badezimmer unterhalten, über Dinge, die im Badezimmer schon passiert sind. Unfälle, vielleicht außergewöhnliche Dinge oder vielleicht auch Dinge, die ihr gerne macht im Badezimmer. Also Tatort oder Aktionsort Badezimmer. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema ganz einfach Badezimmer. Was ist schon im Badezimmer Schönes, Schlimmes, Trauriges, Schrilles, Lustiges bei euch passiert? Jetzt geht's weiter mit Tanja und Tanja ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen. Hallo. Was ist dein Thema? Meine Schwiegermutter macht mir das Leben zur Hölle. Ja, inwiefern? Also, muss ich weiter ausholen. Ich und mein Mann sind schon seit über 8 Jahren zusammen. Mhm. Und so lange? Schon so lange, ja. Ich bin noch mittlerweile jetzt verheiratet und habe ein Kind. Mhm. Wie alt ist das Kind? 4. Ja. Und ich hatte vorher ein super Verhältnis mit ihr. Wann? Was heißt vorher? Also bevor ich das erste Mal schwanger wurde. Ich habe ein Kind verloren schon. Also. Und wohnt ihr denn zusammen auch in einem Haus? Nein. Nein. Also bevor das Kind kam, das erste Kind, wenn du das erste Mal schwanger warst, war das Verhältnis zu deiner Schwiegermutter gut? Ja, da hatte ich ein super Verhältnis und wir sind öfter zusammen Kaffee trinken und hin und her. Ja. Und, hat sich das dann schlagartig durch diese durch die Schwangerschaft verändert oder ist da irgendetwas vorgefallen? Gibt es da einen Zusammenhang zu der Schwangerschaft? Nee, also es hat sich schlagartig verändert, weil da ist es auch ernst geworden, wir sind da zusammengezogen. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, ich hätte ihr den Sohn geklaut. Mhm. Aber da hattest du ja schon eine ganze Weile eine Beziehung zu ihm. Ja, klar. Mhm. Aber dann ist es erst eher richtig bewusst geworden, dass wie er aus seiner Wohnung, weil er hat ja auch zu dieser Zeit nicht mehr zu Hause gewohnt. Mhm. Und dann ist mir das richtig bewusst geworden. Und dann war aber als ihr beide, also du und dein jetziger Mann, als ihr zusammengezogen seid, ist es ihr klar geworden? Ja. Ja. Genau. Mhm. Und auf jeden Fall hat sie mir das dann also nicht geglaubt, dass ich halt schwanger bin. Mhm. Und durch einen saublöden Unfall habe ich das Kind auch verloren. Mhm. Und was meine Schwiegermutter halt hat zu meinem Mann gesagt, siehste, sie hat dich doch nur angelogen, die Kartenlegerin hatte recht. Aha, sie war bei einer Kartenlegerin. Ja, genau. Und somit fing das ganze Unglück an, also mit dem verlorenen Kind. Somit fing auch das Unglück an, dass die Beziehung zwischen dir und der Schwiegermutter nicht funktionierte. Lass uns mal, dass wir es nicht so ganz chronologisch erzählen, mal in die Jetztzeit kommen. In die Jetztzeit. Ja, ihr lebt nicht in einem gemeinsamen Haus, hast du gesagt. Wie weit wohnt ihr auseinander? Wir wohnen ungefähr 20 Kilometer auseinander. Ja, und wie oft seht ihr euch? Gar nicht, weil wir sind jetzt umgezogen, damit sie ja nicht auf die Idee kommt, vorbeizukommen. Aber wenn ihr euch doch gar nicht seht, kann sie euch das Leben doch gar nicht schwer machen. Doch. Weil sie hat irgendwoher unsere Telefonnummer rausbekommen. Mhm. Und da schickt sie am laufenden Band SMS. Und was steht da drin in den SMS? Erstens ganz Liebe, von wegen, ich würde euch gerne wieder sehen und so, aber wir wollen keinen Kontakt mehr. Das ist einfach zu viel vorgefallen. Achso, also sie beschimpft euch nicht in den SMS, sondern sie bittet. Doch, das kommt nach dem bei dem zweiten oder dritten SMS. Achso. Es war auch schon mal so weit gewesen, dass ihr damaliger Freund bei mir angerufen hat und mich bedroht hat. Ja. Von wegen, ich würde jetzt mein blaues Wunder erleben und wenn ich bald nicht meinen Mann gehen lassen würde und da würde halt was Schlimmes passieren. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, du möchtest gar nicht auf sie eingehen, weil halt da schlimme Dinge vorgefallen sind. Ja. Eines der schlimmen Dinge kann ja beispielsweise das sein, was du gerade erzählt hast, dass ihr Freund euch bedroht oder dich bedroht. Was ist das Schlimmste, was die Frau nach deinem Geschmack dir oder euch angetan hat? Das Schlimmste überhaupt war, dass sie, wie ich das zweite Mal schwanger war, dass sie meinen Mann mit einer anderen Frau verkuppeln wollte. Dass er auch gesagt hat zu meinem Mann, er soll einen Vaterschaftstest machen, das Kind wäre nicht von ihm. Mhm. Und das Allergrößte ist halt, als der Kleine endlich auf der Welt war,
hat sie halt gesagt, mein Kind wäre behindert. Und was überhaupt nicht der Tatsache entspricht. Wie die jetzt bei den Leuten rumerzählt, sein Kind sei behindert. Ja, genau. Sie als Oma. Mhm. Und das Erste, was mein Mann ihm halt beigebracht hat, streck mal die Zunge raus. Und daraufhin hat sie halt gesagt, er hat, wenn mein Sohn so auf die Zunge rausstreckt, er wäre behindert. Und das ist das Schlimmste, was überhaupt mir nur angetun konnte. Und daraufhin habe ich gesagt, gut und schön ist die ganze Sache. Mich und der Kleine werden sie nie wiedersehen. Was mein Mann macht, ist ja schließlich seine Mutter. Was macht denn dein Mann? Wie steht er denn dazu? Er hat da ziemlich lange, war er noch bei ihr gewesen. Aber nach jedem Mal, wo er dann wieder heimgekommen ist, hat sie jedes Mal Streit. Weil sie hat ihm immer irgendeinen Floh ins Ohren gesetzt. Ja. Wie ist es denn jetzt aktuell? Hat er ein klares Bekenntnis gesagt? Ich halte zu meiner Frau, zu meinem Kind? Oder ist es so ein Hin und Her? Jein, sag ich mal. Er sagt jetzt zu mir, sagt er, er steht voll und ganz hinter mir. Er will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Aber er hat jetzt über Freunde, hat er halt gesagt, er vermisst seine Mutter. Mhm. Und vielleicht meldet er sich nochmal bei ihr beim nächsten Mal. Und das ist meine ganze Angst. Ich will dieses ganze Drama, mag ich einfach nicht. Vielleicht meldet er sich bei ihrem... Klar, er wartet auf die nächste SMS. Ja. Und das ist jetzt kurz vor Weihnachten, denke ich mir jetzt mal. Weil sie hat sich an seinem Geburtstag hat sie sich das letzte Mal gemeldet. Da hat er es noch ignoriert, aber danach... Also du hast Angst, dass er schwach wird? Ja, dass er gerade jetzt vielleicht zu Weihnachtszeit dann doch sagt, okay, dann versuchen wir es halt wieder. Wär's so schlimm? Gibt es nicht eine Chance, sich vielleicht doch... einen friedlichen Weg auszusuchen? Nee, weil ich genau weiß. Es war bis jetzt ja jedes Mal so. Mhm. Wir hatten schon so oft, wo wir gesagt haben, wir sitzen uns an einem Tisch, wir reden nochmal über alles und hin und her, aber es hat niemals funktioniert. Wie lange ist jetzt, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, so diese Funkstille zwischen euch, wie lange hast du sie beispielsweise oder du sie nicht mehr gesehen? Also ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Mein Mann hat das letzte Mal zu mir gesagt, sie ist nicht mehr. Was heißt eine ganze Weile? Schon ein paar Monate habe ich sie nicht mehr gesehen. Mhm. Also außer halt das am Telefon, wo ihr Freund mich angerufen hat und mich bedroht hat. Aber das letzte Mal hat mir mein Mann erzählt, sie wäre ihm in der Stadt hinterhergefahren. Mhm. Was sagt denn der Mann dazu, dass der Freund dich bedroht hat? Also das fand er gar nicht so klasse. Ja, das ist mir schon klar. Ich hoffe, dass er das nicht klasse findet. Aber das muss ihn doch auch völlig verrückt machen letztendlich. Und vielleicht doch auch noch weiter wegführen von seiner Mutter und deren Freund. Ja, ich hoffe das. Ich hoffe das wirklich, weil ich habe wirklich Angst, dass der ganze Quatsch wieder von vorne ist. Also ich verstehe deinen Anruf so, dass das Problem mit der Schwiegermutter ist für dich eigentlich gelöst, weil du gesagt hast, Schluss aus, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Du hast Angst, dass das vielleicht durch deinen Mann doch wieder ein Kontakt entsteht? Ja. Mhm. Dann ist das natürlich auch wieder ein Problem, was ihr innerhalb eurer Beziehung lösen müsst. Ne? Dass ihr eine Klärung findet, was wollen wir, wo stehen wir, was machen wir gemeinsam oder was macht jeder von sich aus alleine? Ja. Ist denn eure Beziehung, ist die Ehe gut? Die Ehe ist super. Ist die super? Also, die ist super. Das Einzige, was mich halt jetzt gestört hat, dass er mit mir nicht darüber offen geredet hat, dass er eher bei seine Freunde gegangen ist. Jetzt will ich dir sagen, wenn die Ehe super ist, dann müsst ihr alles dagegen tun und dafür unternehmen, dass die Ehe wegen dieser Sache nicht zerbricht oder Schaden nimmt. Bisher ist es ja offensichtlich gut gegangen. Ne? Das heißt, es darf jetzt nicht irgendwie irgendwas eintreten, dass da eine Spannung eintritt. Ich würde euch empfehlen, dass es ein sehr heikles Thema ist, ein sehr kompliziertes Thema, gerade mit Schwiegereltern, Schwiegermütter und so weiter. Lasst euch, und wenn es nur einmal ist oder zweimal, von einem kompetenten Menschen in diese Richtung beraten. Geht gemeinsam irgendwo hin und besprecht dieses Thema gemeinsam mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau. Würde ich euch raten, dringend raten. Um einfach vorsichtig abzupolstern, dass da nicht was passiert. Also wir haben extra den Wohnort noch gewechselt. Ja, ihr habt ja schon so viel gemacht, deswegen könnt ihr das auch noch machen. Ja. Ich meine, das ist ja schon Wahnsinn, wenn man den Wohnort extra wechselt, wenn man mit der Schwiegermutter nicht klarkommt. Ja. Wir werden dir jetzt in der Nähe von deinem Wohnort so eine Anlaufstelle geben. Ja. Und dann kannst du überlegen und mit deinem Mann gemeinsam darüber sprechen, ob ihr das machen wollt, okay? Das wäre nett. Ja, dann legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Alles, okay. Alles klar? Danke. Alles Gute. Tschüss. Ja.
Frohe Weihnachten. Ja, danke schön. Dir auch. Tschüss. 0800 220 5050. Konstantina ist hier. Hallo. So einen Namen hatte ich aber auch noch nicht in der Sendung. Konstantina. Grüße dich. Hallo. Um was geht's? So, ich rufe an, weil ich leide seit fast 5 Jahren unter ständiger Übelkeit und ständigem Schwindel. Oh, wie schrecklich. Das heißt also 24 Stunden am Tag, es hört nie auf, keine Minute. Das ist ja furchtbar, wenn man so, wenn einem schon mal so irgendwie übel ist, das ist ja grauselig. Und wenn Schwindel und Übelkeit seit 5 Jahren, sagst du? Mhm. Permanent? Jetzt gerade im Moment, während wir reden? Immer. Ist das so ein Gefühl vom Magen hoch, dass hier so ein bisschen so kurz vorm Erbrechen ist, so eine Übelkeit? Ja. Also es ist eine Übelkeit, die ist immer da, die wechselt nur in der Stärke. Das heißt, manchmal ist sie leichter da, kann ich aus dem Haus gehen, einkaufen und so weiter. Ja. Und manchmal ist sie ganz arg schlimm, also ein Brechreiz habe ich dann. Aber du musst nicht erbrechen? Nein. Und der Schwindel, ist der auch schwankend oder ist der permanent leicht da? Der ist permanent da, der geht immer mit der Übelkeit. Wenn die Übelkeit stark ist, ist der Schwindel ganz schlimm. Und wenn du dich ganz still hinlegst zum Beispiel? Nein, das hilft überhaupt nicht. Hilft gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Manchmal wird es auch schlimmer. Wie hält man denn das 5 Jahre aus? Das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Was sagen die Ärzte? Ich war eigentlich schon fast überall, was Ärzte angeht und auch Psychologen. Mhm. Die konnten mir alle nicht helfen. Alles untersucht worden? Alles untersucht worden. Magenspiegelung, Gehirnuntersuchungen, CT und alles, was man macht. Ohren, Venen, genau, Gleichgewichts, genau. Mhm. Genau, alles Psychologe, in der Kur war ich. Mhm. Die können mir einfach nicht helfen. Ich weiß nicht warum. Ich bin total verzweifelt. Siehst du Zusammenhänge irgendwie mit Essen, wenn du irgendwie was besonders isst, dass es dann schlimmer wird? Nee, das ist so. Ich habe ja früher alles gegessen. Mhm. Und seitdem ich das habe, vertrage ich sehr wenige Nahrungsmittel. Ja. Also ich kann eigentlich nichts Richtiges mehr essen. Ist interessant. Welches Nahrungsmittel verträgst du zum Beispiel nicht? Oh, das sind so viele. Ich sag lieber die, wo ich vertrage. Ja, okay, sag mal. Ja, nee, sag mal eins. Ich will es nur mal erfahren. Eins, was du nicht verträgst. Du sagst, das geht nicht, dann wird mir noch schlechter und gar schwindeliger. Oh, eine ganz normale Mahlzeit. Mhm. Also ich kann nur ganz milde Sachen essen. Brötchen, Brot, Marmelade, Kuchen, Obst. Das war's. Ich kann kein Gemüse essen, keine Salate, kein warmes Mittagessen, keine Wurst. Und der Magen... Bauchspeicheldrüse, ich bin kein Arzt, ich frage nur mal so, ist alles untersucht worden? Alles, ich bin schon halb Arzt, ich weiß schon so viel, also alles. Das glaube ich, man beschäftigt sich dann ja selbst damit so sehr, dass man fast genauso weiß, so viel weiß wie die Ärzte. Total, genau. Ich bin jetzt Fing das damals vor 5 Jahren schlagartig an? Nein, ich erinnere mich, ich habe da noch gearbeitet, ich bin aufgewacht eines Morgens, da war mir schlecht, so ganz leicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja okay, das wird wieder vorbeigehen. Mhm. Bin arbeiten gegangen, aber es ist nicht vorbeigegangen. Mhm. Es ist schlimmer geworden bis an einem Punkt und dann immer schwankend, so wie heute. Und dann ging die Tortur los mit den Ärzten. Ärzte, überall, Tübingen war ich in der Uniklinik, ich war stationär 10 Tage im Krankenhaus, ich war bei allen möglichen Spezialisten und dann wurde ich gekündigt bei der Arbeitsstelle. Was hast du gemacht beruflich? Ich habe gearbeitet bei Agilent Technologies im Büro. Im Büro, ein Bürojob. Genau, Und das habe ich auch verstanden, ich war zu oft krank. Ja. Und dann war ich arbeitsunfähig. So, und jetzt bist du nach wie vor arbeitsunfähig? Genau, ich habe in der Zeit ein Kind geboren, ich habe einen Sohn, der ist 2 Jahre alt. Wie hast du denn dann die Schwangerschaft durchgestanden in dem Zustand? Ja, das frage ich mich auch. Als ich das erfahren habe, war mir sofort klar, ich behalte das Kind, egal wie, ich schaffe das. Vielleicht hast du da sogar noch gedacht, das hängt irgendwie mit der Schwangerschaft zusammen. Nein, gar nicht, ich hatte das ja schon über zwei Jahre. Ach so weit war das auseinander. Mhm. Die Schwangerschaft lief super. Aber man hätte ja zum Beispiel denken können, durch die Schwangerschaft wird's beendet, ne? Könnte man denken, könnte man, war aber nicht so. Mhm. Die Schwangerschaft lief wunderbar, ich habe ganz normal zugenommen, 11 Kilo, aber alle Symptome waren nach wie vor da. Und die Geburt, Gott sei Dank, 3,5 Stunden und er war da. Ja, und gesund auch. Und gesund, total gesund, Gott sei Dank. Ja. Jetzt bist du den ganzen Tag zu Hause, kümmerst dich um dein Kind. Ja. Und bist natürlich dann auch beruflich insofern nicht so abgelenkt, dass du auch ständig dann natürlich auch an dich denken musst. Ne? Ja, also arbeiten geht ja gar nicht. Erstens, natürlich weil nicht. Weil es mir nicht gut geht und zweitens, er ist noch nicht im Kindergarten. Ja. Und zu Hause bewältige ich halt meinen Tag so gut ich es kann. Mhm. In den Tagen, wo die Übelkeit nicht so schlimm ist, gehe ich raus, auch mit ihm, gehe einkaufen, erledige Sachen. Und wenn es ganz schlecht ist, dann kommt auch meine Mutter vorbei
Und es gibt Tage, da liege ich einfach nur, weil ich habe nicht mal die Kraft zu sprechen. Mhm. Ich kann auch nicht Wasser trinken dann. Auch nicht Wasser trinken? Nein. Lebst du mit deinem Partner zusammen? Nein. Nein. Du bist alleinerziehend auch noch? Ich bin mit dem Vater des Kindes zusammen. Ach doch. Aber ich wohne nicht mit ihm zusammen. Achso, du bist mit ihm zusammen und du wohnst nicht mit ihm zusammen. Genau, verstehe. Genau. Mhm. Kannst du denn irgendwie, ich meine, wenn man das 5 Jahre hat, beobachtet man sich ja akribisch. Mhm. Kannst du sagen, jetzt nicht nur bezogen auf das Essen, wenn ich dieses und jenes tue, dann geht es mir besser oder dann geht es mir schlechter? Nein, ich habe keinen Einfluss. Keinen Einfluss? Keinen Einfluss. Du weißt gar nichts, das kann ein schöner Sommertag sein, du sitzt auf dem Balkon, ich höre den kleinen Mann da im Hintergrund. Also es macht keinen Unterschied. Ja. Kein Unterschied. Ich habe schon probiert, mich abzulenken, auch mit Sport oder mit anderen Sachen, aber es hilft nicht. Mhm. Es hilft leider nicht. Und ich habe auch viele Medikamente ausprobiert, von Psychopharmaka bis alles Mögliche. Mhm. Nichts hat geholfen. Auch nicht annähernd. Hast du dich mit Naturheilkunde, mit auch chinesischer Medizin, irgendwie auch? Ja, ich war 1,5 Jahre bei einer Heilpraktikerin, habe da auch viel bekommen. Mhm. Ich habe auch alles Amalgam entfernen lassen, weil ich vergiftet war. Das hat alles nichts geholfen. Also 5 Jahre Übelkeit und 5 Jahre Schwindel. Ja. Das ist ja wirklich Folter. Das ist schlimm. Das ist Folter. Ich höre dein kleines Kind im Hintergrund. Ja, er ist wach geworden vorhin und er sitzt hier neben mir. Mama spricht im Fernsehen, da muss er natürlich aufpassen. Genau. ich verstehe deinen Anruf so ein bisschen als Hilferuf hier. Genau. Ne? Du willst es nicht nur mir erzählen, sondern du suchst vielleicht auch Leute, die eine Idee haben, die etwas Ähnliches vielleicht hinter sich haben. Genau. Oder wir haben sehr viele Leute aus dem medizinischen Bereich, die nachts uns zugucken. Das ist auch ein Grund. Ich habe in verschiedenen Foren im Internet auch eine gefunden, die das gleiche hat wie ich. Mhm. Wir sind inzwischen befreundet. Mhm. Und ich wette, es gibt viel, viel mehr und die wissen nicht, wohin. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so einen Kontakt knüpfen könnte, wäre das ganz gut. Ja. Und ich habe einen Arzt, der mich noch behandelt und kein anderer. Und ihm vertraue ich. Er sagt, wir geben nicht auf, wir werden finden, was das ist. Mhm. Das ist ja schon mal gut, dass du so jemanden hast, der auch sein Unwissen zugibt und gemeinsam mit dir sucht einfach. Genau, und er hat auch schon geforscht und er möchte mit mir jetzt so einen speziellen Test machen im Januar. Mhm. Und da haben wir natürlich ein bisschen Hoffnung jetzt, dass da vielleicht was rauskommt. Also, wir fassen nochmal zusammen. Übelkeit seit 5 Jahren, Schwindel seit 5 Jahren. Mhm. Du kannst nur bestimmte milde Dinge essen. Genau. Die anderen Sachen bekommen dir schon gar nicht mehr. Es gibt gar nichts, was du so sagst, wenn ich dieses tue, geht's mir gut, wenn ich jenes tue, sonst, wenn ich spazieren gehe oder es gibt keine Beobachtungen, die man so klar äußern kann, theoretisch. Nein. Also ihr tappt völlig im Dunkeln. Genau. Ne? Du nimmst im Moment keine Medikamente ein? Nein, nur noch eins. Und zwar, wenn es ganz schlimm ist mit der Übelkeit, dass ich nicht sprechen kann, dann nehme ich ein Medikament ein. Aber es hilft nicht wirklich, es beruhigt nur ein bisschen meinen Magen. Das ist ja auch sehr krass, was du gerade gesagt hast, dass es dir manchmal so schlecht ist, dass du nicht sprechen kannst. Genau, dass und du mich nicht bewegen kann. Nicht bewegen kannst und nicht mal einen Schluck Wasser trinken Nein, kannst. Nein, überhaupt nicht. Was wäre dann, wenn du das Wasser trinken würdest? Ich würde mich sofort übergeben. Da würdest du dich übergeben? Sofort. Ja. Also Konstantina, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht hat uns jemand zugehört, der sowas Ähnliches hat. Noch schöner wäre es ja, wenn uns irgendein Medizinmensch zugehört hätte, der weiß, was es ist. Das wäre toll, das wäre natürlich toll. Kann man dann Ihnen schreiben, wer das gehört hat? Ja, also wer jetzt irgendwie hellhörig geworden ist, bitte mailen an domian@wdr.de oder ganz einfach schreiben an domian WDR 50 600 Köln, das kommt an. Dann reichen wir das an dich weiter und würden natürlich den Kontakt verknüpfen. Ich kann es dir natürlich nicht versprechen, ich weiß es nicht. Ne? Es ist aber ein Versuch. Und wenn man 5 Jahre gelitten hat, sollte man jeden Versuch unternehmen. Und oftmals hat es schon geklappt, dass wir hier Leute zusammengeführt haben und es dann auch zu einem guten Ende geführt hat. Genau, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, vielleicht. Ich drücke die Daumen und verspreche dir, wenn etwas kommt, reichen wir es an dich weiter. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Konstantina. Danke. Tschüss. Wir haben 1.29 Uhr und 29 Sekunden, mal so nebenbei gesagt. Das ist die schönste und beste Zeit für die Rosi. Hallo Rosi, 56, grüße dich. Ja, hallo. Ja. Ja, mein Problem ist, oder was weiß ich, ist eigentlich hier, ich habe vor 1,5 Jahren einen Mann im Internet kennengelernt. Ja. Ein netter Mann. Ja, wie alt? 47. Ja. So, und nach einem halben Jahr haben wir uns beschlossen, also, dass wir zusammenziehen. Ging aber flott, ne? Ja, ging sehr flott aus der gleichen Gegend kommend wie du? Nein. Nein. Nein, nein. Weit weg? Ja, nicht 2 Stunden. Also ich wohne in Hamburg
oder habe in Hamburg gewohnt und wohnt da Richtung, also an Jadebusen, das ist da hier an der Nordsee. Ja, ich weiß. Hm. Ja. Ne? Ja. Ja. Und lief auch ganz gut. Also wir haben mit seinem Sohn zusammen gewohnt, zuerst zwei. Ach, du bist zu ihm gezogen. Ausgezogen. Du bist zu ihm gezogen. Ja. Mhm, ja. Ich habe hier in Hamburg alles aufgegeben, meine Familie. Ich meine, was heißt aufgegeben? Der Kontakt ist natürlich geblieben. Ja, aber deine Wohnung hast du aufgegeben. Ja, alles. Na? Ja. So, und naja, es lief auch alles ganz gut. Aber jetzt seit so, sagen wir mal, ein Vierteljahr. Er hat vor geraumer Zeit seine Arbeit verloren. Mhm. Und ich muss dazu sagen, er war ehemaliger Zeuge Jehovas. Mhm. Und dadurch, dass er seine Arbeit verloren hat, spitzte sich bei ihm irgendwie psychisch was zu. Mhm. Dann kam noch raus, dass also sein Bruder, der war schwer krebskrank, der lag im Sterben, das kam dann auch noch damit zu. Ja. Und dann fing das ganz komisch bei ihm an, dass er unter Verfolgungswahn litt. Also jedes Auto hat ihn praktisch verfolgt. Ja. Und er stürzte irgendwie in einer seelischen Krise. Ja. Schwere Krise. Ja. Ja. Bist du denn dann wieder, du hast gerade gesagt, hier in Hamburg, bist du wieder zurückgezogen nach Hamburg? Ich bin, was heißt zurückgezogen, nicht, ich bin nach Hamburg zurückgegangen. Mhm. Also du lebst jetzt im Moment in Hamburg? Ja, ich bin jetzt also seit 14 Tagen zu meiner Tochter gegangen. Ach so, erst seit 14 Tagen. Ja. Und wo ist dein Partner jetzt im Moment? Der ist bei sich zu Hause. Und ihr kommt nicht miteinander klar mehr? Ja, das ist, nee, kommen wir nicht. Kann ich sagen, kommen wir nicht. Weil er will nämlich zu den Zeugen Jehovas jetzt zurück. Ach so. War er noch bei den Zeugen Jehovas, als du ihn kennengelernt hast? Nein. Nein, da war er schon länger Nein, raus. Nein, da hat er auch gesagt, er kann nach deren Kriterien nicht leben. Ja. Und so, und deswegen, er würde da auch nicht wieder zurückgehen. Was ist jetzt, du hast mich ja angerufen, was ist jetzt, wie würdest du es formulieren, dein Haupt- und aktuelles Problem? Mein Problem ist dieses ewige Hin und Her von ihm. Mal will er da wieder zurückgehen, mal will er nicht. Dann will er mich bekehren. Achso, also es geht hauptsächlich um die Zeugen Jehovas? Ja. Es geht hauptsächlich darum, dass er da hingeht oder dich wieder mitnehmen will? Ja. Nicht in erster Linie darum, dass er in so einer großen seelischen Krise ist. Die ist wieder im Griff? Oder gehört das alle? Da könnte ich ihm ja beihelfen. Ja, ja. Ne? Aber bei dem anderen nicht. Weil er akzeptiert nicht, dass ich es nicht will. Ne? Er kommt mir den ganzen Tag mit Bibelsprüchen und dies und das. Und ich sage, bitte lass mich damit zufrieden. Warum will er denn, wie viele Jahre ist er jetzt ausgetreten? Ungefähr? Ich würde sagen jetzt 3 Jahre. Ja. Und warum? Also er ist nicht ausgetreten, er ist ausgeschlossen worden. Ach so, warum? Weil er geschieden worden ist. Ach so. Das heißt, er so im Herzen war er immer dabei. Ja, das denke ich. Er wäre gerne dabei geblieben, aber es ging irgendwie nicht. Ja. Und könnte er denn jetzt wieder Zugang finden zu dieser Gemeinde? Also er hatte das mal, bevor wir uns kennengelernt haben, versucht. Aber da haben sie gesagt, nein. Also sie sehen nicht, dass er das ernst meint. Und es ist so, wenn die zurückgehen wollen, dann gehen sie da in ihren Königsreichssaal, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann sitzt der Ausgeschlossene ganz alleine für sich und keiner darf ihn grüßen, keiner darf also mit ihm sprechen. So geht's dazu. Ja, ja. Und das will er trotzdem? Das will er wohl trotzdem. Ja, was heißt er will? Er sagt, ein Tag will er, ein Tag will er nicht. Obwohl gar nicht klar ist, dass er wieder aufgenommen wird? Oder ja. Dennoch versucht er, dich mit hineinzuziehen. Ja. Ja, ich denke mal, dass er. Die dürfen ja nicht mit ihnen sprechen, aber wenn ich jetzt mitgehe, mit mir dürfen sie sprechen. Ach so. Dass er den Zugang über mich wieder findet. Ach so, er spekuliert darauf quasi. Ja, denke ich mal. Mhm. Vielleicht sogar nach dem Motto, er bringt uns ein neues Gemeindemitglied. Ja. Und vielleicht kann man dann ein bisschen lockerer mit ihm umgehen. Ja. Irgendwie so. Ja. Könnte ja sein, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, aber gar keine Frage, Rosi, wenn das nicht dein Ding ist, machst du es natürlich nicht. Nee, bloß, also dieser Druck, der auf einen lastet, ich hab doch natürlich... Das macht einen ja verrückt im Kopf, sowas. Ja, ja. Die werden ja selbst so unter Druck gesetzt, ne? Wenn er, bist du selbst irgendwie christlich engagiert oder in einer Kirche? Nein, gar nicht. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich ungläubig bin. Mhm. Bloß ich bin immer der Meinung,
um einen Glauben zu haben, brauche ich keiner christlichen Gemeinschaft anzugehören. So einen Standpunkt kann man natürlich haben, ja. Ja. Offensichtlich ist für ihn ja der Halt des Glaubens wichtig. Ja, ja. Ich habe zu ihm auch gesagt, ich sage, weißt du, wenn du nach der Bibel leben willst, dann tu das doch. Könntest du ihn nicht bewegen, wenn, dass er sich vielleicht einer Kirche anschließt, der evangelischen, der katholischen Kirche? Nee, das macht er nicht. Das macht er nicht. Nee, denn das ist die Wahrheit. Ach so. Also das ist eben nicht die Wahrheit, was die machen, die Kirchen. Nein, nein, ist das nicht. Aber für die, ja. Das ist ja fast Gehirnwäsche. Ja, ist wirklich so. Also ich habe das wirklich so mitgekriegt. Mhm. Na, nun ist das auch noch so, sein älterer Sohn, der ist 18, der wohnte auch bei uns und der ist noch voll dabei. Mhm. Weißt du, Rosi, sehe ich gar keine Lösung. Du willst es nicht, Punkt aus. Ja, ne? Du willst es nicht. Und da kann man keinen zu zwingen. Und wenn man dann anfängt zu missionieren, steht es einem irgendwann bis hier. Ja, ne? Das ist es. Ich habe es Ihnen auch gesagt. Ich habe Ihnen Vorschläge gemacht. Ich habe gesagt, pass mal auf, dann machen wir das so. Du kannst doch deinen Glauben ausleben. Aber lass mir doch meinen. Ja, das ist der beste Standpunkt überhaupt. Ne? Du gehst ja gar nicht so weit und sagst, ich verlange von dir, dass du dich da ganz zurückziehst. So weit gehst du ja gar nicht. Du sagst, mach du dein Ding, lass mich mein Ding machen und wir haben zusammen unseren Kontakt und sind glücklich. Ja, aber das darf er nicht. Das darf er nicht. Er darf nicht. Ja, da muss er sich aber entscheiden, was ihm wichtiger ist. Seine Liebe zur Rosi? Ja. Oder seine Zeugen da? Ja, ne? Das habe ich ja auch gesagt, ne, aber... Also ich habe jetzt so gesagt, ich sage, pass mal auf, ich gehe jetzt nach Hamburg zurück, du dir klar, was du willst. Ja, finde ich eine sehr, sehr lebenskluge Entscheidung. Ja. Jetzt geh du zurück erstmal und dann soll er sich finden und dann muss er für sich entscheiden, wo er das Leben gewichtet. Ja. Ne? Wohin. So, genau. Mehr kannst du nicht machen, Rosi, als das, was du gemacht hast. Mehr kannst du nicht machen. Der Meinung bin ich auch. Ja, wirklich, finde ich. Denn ich kann so nicht leben. Mhm. Also wirklich, also echt... Jetzt musst du dir aber eine neue Wohnung suchen in Hamburg, ne? Oder wie geht das? Ja, also erstmal bin ich hier bei meiner Tochter. Na gut, ne? Aber ist das ein Dauerzustand? Ja, muss wohl erstmal sein, weil geht also, kann man machen. Ja, wir kommen gut klar. Ja, gut. Ne? Ja, also. Es ist natürlich alles sehr beengt, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen ganzen Möbeln hin soll, aber das ist eine andere Frage. Da findet sich eine Lösung irgendwann. Ich finde deine Entscheidung richtig, möchte ich bekräftigen darin. Ja. Und dann muss der junge Mann muss dann irgendwann für sich sagen, was er will. Und dann müsst ihr beide die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, also für mich, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, für mich selber ist das schon entschieden, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich bleib hier. Also da müsst ihr jetzt mit wehenden Fahnen nach Hamburg kommen und sagen, pass auf, Rosi, ich habe mich gänzlich anders entschieden. Lass uns nochmal neu anfangen, dann würdest du es auch machen. Dann würde ich es machen, okay. Aber... Traurig, ne, eigentlich, dass sowas wegen sowas kaputt geht. Ja, das ist sehr traurig. Das finde ich auch traurig. Vor allen Dingen, wo du noch gesagt hast, lebe du deinen Glauben und wir machen jeder für sich so, ne? Jeder nach seiner Fassung. Liebe Rosi, guten Start in Hamburg. Ja. Wieder. Und ich finde, wie gesagt, richtig, was du gemacht hast. Das ist klasse. Alles Liebe. Okay, tschüss. Tschüss. So, Freunde, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Badezimmer. Ich möchte gerne mit euch über Baderäume und Badezimmer mich unterhalten. Was ist alles schon in einem Badezimmer passiert bei euch? Was habt ihr erlebt? Was sind für außergewöhnliche Dinge dort passiert? Oder was macht ihr für außergewöhnliche Dinge dort gerne? Tatort Badezimmer, Aktionsort Badezimmer. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in dieser Woche. Diese Woche gibt es übrigens am Samstag wegen der beginnenden Weihnachtspause keine Promisendung mehr und dieses ist unsere letzte Woche vor Weihnachten. So, Isabel, 21 Jahre alt. Hallo, Isabel. Hallo. Ja. Isabel, guten Morgen. Hallo. Ja, um was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir über meinen Freund. Stopp. Du musst bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Sonst haben wir immer einen Hall im Hintergrund. Okay. Es geht um deinen Freund. Genau. Was ist da los? Ich habe ziemlich Schwierigkeiten mit dem, wir streiten uns ziemlich häufig. Ja. Und er schlägt mich. Er schlägt dich? Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Seit einem Jahr ungefähr. Ja, und seit wann schlägt er dich? Ab dem vierten Monat fing es an, weil ich habe vorher getanzt, bin Stripperin. Was bist du? Stripperin? Mhm. Ja.
und habe für ihn aufgehört und der kommt irgendwie mit den ganzen Sachen noch nicht klar, ist total sau eifersüchtig. Achso, das ist dein Job? Du hast deinen Job wegen ihm aufgegeben? Genau. Und von was lebst du? Von ihm sozusagen. Mhm. Mhm. Wann, in welchen Situationen schlägt er dich? Ja, das ist so, er nimmt sich dann irgendwelche Sachen dann raus, ja. Mhm. Wo er gleich von einer Minute auf die andere Minute auf 180 kommt und dann rastet er aus und er ist so ein Mensch, er ist ziemlich temperamentvoll. Und er dreht ziemlich durch und dann ich bin auch der Zurückkontakt. Mhm. Aber es sind in der Regel irgendwelche Kleinigkeiten. Genau, die er fängt immer damit an, mit irgendwelchen Sachen. Das ist eine kleine Lücke und er bringt es zum Elefanten heraus. Mhm. Also es hat auch nichts mit Alkohol zu tun, dass er dann geil. Und wie schlägt er dich dann? Mit der Hand. Wohin? Ins Gesicht. Volle Kanne? Ja, und tritt mich auch. Warst du schon beim Arzt deswegen? Nein, noch nicht. Ich habe aber schon ziemlich blaue Flecke, Blutergüsse von ihm gehabt. Wie oft kommt das vor? Also wir streiten uns ziemlich häufig, fast jeden zweiten Tag. Und schlägt er dich auch fast jeden zweiten Tag? Ja, nicht. Okay, fast zweiten Tag würde er mich nicht schlagen, aber der beschimpft mich bis Oberste. Also man kann immer sagen, einmal in der Woche kommt es vor, dass er dich schlägt? Einmal, zweimal in der Woche schon. Wie reagierst du dann darauf? Wehrst du dich? Ja, ich versuche mich schon zu wehren, aber na klar ist der Mann der Stärkere und im Endeffekt bin ich dann diejenige, die nachgibt, bevor es dann noch mehr eskaliert. Entschuldigt er sich danach, wenn sowas passiert? Oder geht er zum Alltag über? Na klar, ich versuche, sich zu entschuldigen und dann nach dem Streit bin ich dann immer so, dass ich dann meine Sachen packen möchte und endlich gehen möchte, weil es mir dann echt langt. Und dann schließt er die Tür ab und versucht sich irgendwie mich zu beeinflussen, wegen, dass er sich selber umbringen würde und es ist auch mehrmals vorpassiert, dass er mit dem Messer irgendwie im Nacken oder dass er sich im Nacken anhält und sagt, wenn ich gehe, dann würde er sich selber umbringen. Weil er dich damit dann zwingen will, quasi bei ihm zu bleiben. Mhm. Genau. Ich habe ganz akustisch nicht verstanden. Er entschuldigt sich dann auch, oder wie? Genau, ja. Genau. Mhm. Ja. Na, das ist ja ein tolles Leben, was du da führst. Ja, und ich weiß nicht, wie ich ihn loswerde. Du liebst ihn nicht mehr? Doch schon. Auf einer gewissen Weise schon, ich habe auch schöne Tage mit ihm. Das ist ja nicht so, aber das tut mir auch leid, wenn ich gehen wollen würde, ja, würde ich das sowieso nicht weit schaffen, weil ich ganz genau weiß, dass er mich überall finden könnte. Mhm. Das sagt er mir auch immer. Mhm. Er sagt auch, wenn ich irgendwie gehen würde oder so, dass er mir auch irgendwie, dass ich dann einen Schuss im Kopf hätte. Hat er gesagt? Mhm. Das ist ja alles krass, ne? Mhm. Das ist ja Erpressung und Bedrohung im schlimmsten Maße. Genau. Ich weiß auch nicht, was mit Ace hat. Vor knapp anderthalb Jahren, ungefähr zwei Jahren, ist er auch aus dem Gefängnis rausgekommen. Mhm. Weswegen saß er? Wegen, da war immer in so einem Läden und hat da Geld rausgeholt, ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Ja. Ich finde, was du da geschilderst, ich finde es grauenhaft, Isabel. Mir ist es auch nicht nachvollziehbar, dass du sagst, ich liebe den irgendwie noch. Wenn ich eine Frau wäre und ein Typ würde mich jede Woche mindestens einmal schlagen, wäre die Sache aber nach kürzester Zeit beendet. Nach kürzester Zeit. Und vor allen Dingen hat dich ja auch zur Unselbstständigkeit gezwungen. Der hat dich aus deinem Job rausgeholt, der hat das so gemacht, dass du abhängig bist von ihm, finanziell auch. Und will über dein Leben bestimmen. Das soll ja alles so laufen wie du und lässt seine Launen an dir ab. Genau. So ist es, ne? Ja, und wenn ihm was nicht passt, dann bin ich dann diejenige. Ich muss immer alles machen, was er sagt. Ist doch schrecklich. Also, wie er das macht. Ist ich weiß furchtbar. Ja nicht, wie ich da rauskommen soll. Also wenn ich da irgendwie was machen würde, bin ich dann, ich habe auch schreckliche Angst, weil ich weiß, dass er ist auch so ein Mensch, der das macht. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn diesen Jahr. Ich habe sehr viele Sachen von ihm gesehen. Und sehr viele Sachen, die er auch mit anderen Leuten gemacht hat. Ja? Und, also er ist so ein gewalttätiger Mann. Oh, auf jeden Fall. Ja. Wie alt ist er? Er ist 29. Also wenn das wirklich so ernst ist und du wirklich, wirklich Angst um Leib und Leben hast und du definitiv da raus willst, dann gibt es eigentlich nur den Weg über ein Frauenhaus. Ja. Nur da kommt er nicht rein, da kommt er definitiv nicht rein. Und die Leute, die Frauen da können dir helfen, die weiteren Schritte dann auch einzuleiten. Aber da musst du entschlossen für sein, da musst du sagen, ich will es und dann muss das in einer schnellen Aktion, muss das dann auch passieren. Und was ist, wenn ich da rauskomme? Und dann bin ich, das ist ja nicht so, dass es nur er ist. Ich kenne seine ganzen Freunde sind so. Mhm. Alle seine Freunde. Und erwischt mich da jemand auf der Straße. Ich bin da 0,0 weg und dann. Mhm. Aber genau das Problem kennen die Frauen in den Frauenhäusern. Und genau mit dem Problem können die auch umgehen und können euch gut beratschlagen. Besser als ich das hier kann. Ruf doch zumindest mal bei so einem, es gibt ja diese Frauen-Nottelefone, ruf doch da zumindest mal an und schilder deine Situation. Dann können die Frauen dir konkrete Angebote machen und dir auch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, wie es weitergeht dann. Mhm.
Also ich könnte es an deiner Stelle, sage ich dir ehrlich, nicht aushalten in der Situation, in der du lebst. Und ich finde, du bist ein junges Mädel von 21, dass du ein Recht auf dein eigenes Leben hast und auch auf deinen eigenen Job, ist ja egal, was du machst. Und irgendwann auch einen Typ verdient hast, der dich gut behandelt. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und versorgen dich mit ein paar Telefonnummern von Frauen-Nothilfestellen. Okay. Und dann kannst du für dich entscheiden, wann du es machen willst und ob du es machen willst. Okay. Ich meine, anrufen schadet ja nichts, kannst du ja mal machen. Okay, ne? Gut. Legst, du legst bitte auf, meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay, danke. Alles Gute. Okay, tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Karin. Ist das ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Also noch. Äußerlich. Äußerlich? Noch eine Frau? Ja, äußerlich. Innerlich nicht wirklich. Ach. Ah, also Karin, 22 Jahre alt. Ja. Äußerlich eine Frau. Ja. Innerlich ein Mann. Ja. Ist das unser Thema? Bitte? Ist das unser Thema, über das wir reden wollen? Ja, genau, das ist das Thema. Ah ja. Also ein transsexueller Mensch. Ja, so in etwa. Also ich glaube es zumindest. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eine Phase ist oder nicht. Mhm. Aber in den letzten Monaten ist mir das immer mehr bewusst geworden, dass ich... Ach, erst in den letzten Monaten? Nicht? Ja, also bewusst geworden. Also ich schätze mal, dass es schon immer so irgendwie in mir drin war, weil ich habe mich halt noch nie in meinem Leben wirklich geschminkt. Ich glaube 5-mal oder so. Na gut, das ist noch nicht schlimm. Das ist auch kein Indiz. Ja, aber dann auch so mit Jungs immer nur abgehangen. Ja. Und so gar nicht das ganze Mädchenkram und... Mhm. Habe auch nie Kleider angezogen, immer nur so schlapprige Sachen. Also wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, ist so eine maskuline Frau. Oder? Ja, doch. 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 Mhm. Aber ich versuche jetzt auch sehr äußerlich das ein bisschen ins Männliche zu drücken. Ja. Ohne dass aber jetzt meine Bekannten und Verwandten das so mitbekommen. Also dass sie halt wirklich sagen, verstehe. Ja, frech. Ja. Hattest du schon sexuelle Beziehungen mit Menschen? Ja, sicher. Mit wem? Ich will keine Ahnung. Mit Frauen oder mit Männern? Mit Männern. Ich habe auch eine Tochter. Ach, du hast eine Tochter schon? Ja, ja. Das ist ja auch das. Deswegen, ich glaube, deswegen ist mir auch so richtig bewusst geworden, dass das so diese Mama-Rolle in dem Sinn vielleicht gar nicht das ist, was ich mir gewünscht hätte. Sondern so. Die Papa-Rolle? Ja, so in etwa. Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein, wir sind aber noch zusammen. Aber das ist ja auch ein Problem zum Beispiel, dass ich ihn gar nicht mehr an mich ranlasse. Ich habe schon irgendwie Schuldgefühle, weil wir haben ewig gar keinen Sex mehr gehabt. Mhm. Und zwar auch schon vor der Geburt nicht. Das war quasi dann einmal so ein Glückstreffer, wo das dann einmal dann wieder war. Wie lange bist du denn mit deinem Freund zusammen schon? Über 3 Jahre jetzt. Weiß er das, dass du solche Gedanken hegst, wie du sie gerade formuliert hast hier bei mir? Nein, das gar nicht. Weiß das überhaupt jemand? Nein, das ist es ja. Ich muss mir das irgendwie mal, deswegen habe ich jetzt auch angerufen, weil Verstehe. Das irgendwie mal loswerden wollte. Und macht dir denn, ich gehe mal davon aus, dass dir dann der Sex mit Männern auch nicht so sehr viel Spaß gemacht hat. Oder? Nicht Spaß gemacht hat, genau. Ja, genau. Also ich, so mit meinem Körper zumindest nicht. Mhm. Also weil jetzt kommt ja noch der Hammer, dass ich in letzter Zeit ganz viele so Fantasien im Kopf habe, aber da bin ich halt ein Mann, aber bin auch mit Männern zusammen. Ach so, also als schwule Fantasien dann quasi. Genau. Und ich habe jetzt auch schon Bücher gekauft und finde das alles voll klasse, aber das ist halt auch das Problem, was ich habe. Wenn du nackt vor dem Spiegel stehst und guckst deinen weiblichen Körper an, was empfindest du dabei? Gar nichts. Also mir gefällt es nicht. Ich möchte den zum Beispiel den Busen nicht haben. Mhm. Den würde ich am liebsten direkt so am liebsten flach. Ja, und ich hätte gern so ein Muskeln oder sowas. Mhm. Also so, ich weiß nicht, diese ganzen Rundungen und so, meine Hüfte gefällt mir nicht. Mhm. Weil das halt alles so, es ist zu weiblich, finde ich, zu rund. Mhm. Und ich hätte schon gerne ein bisschen Muskeln. Ja. Das klingt schon so in der Richtung, was ich so gehört habe, auch schon von transsexuellen Menschen, dass sie genauso empfinden, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Was natürlich ein langwieriger, komplizierter Prozess ist, das genau für sich zu finden, diese Identität zu sehen. Das ist schon alles kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man es auch, du bist 22, wenn man es so erst in diesem Alter. Viele haben das ja schon das Gefühl ganz früh, wenn sie 14, 15, 16 sind oder so.
Wie war das denn für dich? Ich meine, das Bekommen eines Kindes ist ja nun das weibliche Schlecht, das weiblichste Schlechthin, was es gibt. Wie war das denn für dich? Kaiserschnitt. Naja gut, aber die Schwangerschaft auch. Wie hast du das empfunden? Ja, in der Schwangerschaft war ich ja schon stolz so. Also das war ja schon dieses, aber jetzt nicht so als Weiblichkeit, sondern einfach nur, da hatte ich vielleicht auch weniger Komplexe, mich so öffentlich zu zeigen, weil ansonsten, ich vermumm mich ja eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Bis auf jetzt langsam, wo ich jetzt auch meine Haare kurz habe, dass ich dann ein bisschen männlicher aussehe, da gehe ich auch schon ein bisschen offener aus, aber halt, wo ich dann diesen Mutterbauch hatte, dann, naja, das ging halt. Ja, ja. Also das war jetzt nicht so das Problem. Aber ist das so für dich, dass du sagen würdest, in den letzten vielleicht sogar Monaten oder so wird diese Problematik und diese Gedanken, die du dir darüber machst, werden die intensiver und stärker? Ja, ja, das ist, also angefangen, ich nehme an, dass es so, es war kurz nach der Geburt auch, wo ich dann auch so Fantasien direkt im Kopf so richtig Geschichten entwickelt habe, so, wo ich dann komplett aus der Realität rausgeflogen bin und mir meine Welt aufgebaut habe. Und ja, und jetzt jeden Tag, wie gesagt, ich kaufe mir jetzt schon Bücher über allen möglichen Kram, so hauptsächlich halt auch über Schwule, und lese halt unglaublich viel und versuche da ich kein Internet habe, fällt es mir halt schwer, so auch Informationen zu finden, ja, wobei es anderen geht. Wobei schwul ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, ne? Das, was was du vielleicht, was in dir im Moment passiert oder was in dir los ist, ist was ganz anders, ne? Das ist also, wenn du das jetzt so geschilderst, wie du es schilderst, ich habe es ja gerade schon gesagt, deutet das für mich nach meiner Erfahrung schon darauf hin, dass da eine gravierende Identitätskrise da ist, was die Zuordnung männlich-weiblich ausmacht oder besagt. Ich würde dir Folgendes raten, und wir sind hier gleich gerne behilflich dabei, zweigleisig zu fahren. Zum einen würde ich mir an deiner Stelle einen wirklich vertrauenswürdigen Psychologen suchen und mit dem darüber sprechen. So, und zum anderen geben wir dir gleich mal Kontakttelefonnummern von Selbsthilfegruppen von transsexuellen Menschen. Ja. Da kannst du mal Kontakt aufnehmen. Da sind Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind wie du. Mit denen kannst du dich austauschen. Über die kriegst du vielleicht auch ganz gute Adressen von oder vielleicht auch noch gute Anlaufstellen für Psychologen. Ja. Und dann kannst du einfach mal klären, ist das bei mir so, bin ich das? Vielleicht ist es ja gar nicht der Fall. Vielleicht deuten wir das ja auch alles jetzt ein bisschen zu sehr in die Richtung, aber... Ja, das ist meine Angst, dass es halt eine Phase ist und ich mache mir dann den Kopf, deswegen, es weiß ja auch keiner, weil ich dann Angst habe, was ist, wenn genau. ich dann da sitze und... Deswegen fänd ich so eine fachkundige Abklärung schon mal wunderbar. Da musst du aber zu jemandem gehen, der sich aber auch mit dieser Thematik sehr gut auskennt. Das kann nicht jeder Psychologe, würde ich sagen, ist da vielleicht gar nicht zu geeignet. Also, du legst auf, wir rufen dich nochmal an und versorgen dich mit den entsprechenden Anlaufstellen, okay? Okay, ja, alles, danke. Alles Gute. Ja, tschüss, danke. Karin. Tschüss. Vanessa, 21 Jahre, hallo Vanessa. Guten Morgen, hallo? Vanessa, ja. Hallo. Hallo. Ja, da bin ich. Ich hoffe, du auch. Ja. Vanessa, guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich in zwei Männer verliebt bin. Auf einmal? Und mit beiden zusammen bin auch. Seit wann schon? Also mit dem einen bin ich jetzt circa 12 Monate zusammen und mit dem anderen gerade mal 3 Monate. Mhm. Wissen die Männer voneinander? Ja, die wissen voneinander. Ach, die wissen voneinander? Ja. Und jeder weiß, dass du mit dem anderen auch zusammen bist? Ja. Und das macht denen nichts aus? Doch, das macht denen was aus. Das macht denen was aus. Hast du, gleich Klartext gesprochen oder eine Weile? Der, mit dem ich etwas länger zusammen bin, der war im Urlaub. Ja, und in der Zeit habe ich dann halt den anderen kennengelernt. Ja, und dann bin ich mit dem anderen zusammengekommen, und wo der andere wiedergekommen ist aus dem Urlaub, habe ich den dann halt irgendwie so eine Woche davon erzählt. Immerhin, aber du hast es von dir aus und freiwillig erzählt. Ja. Das ist ja schon mal gut. Das Ganze geht jetzt, wie lange ungefähr? Ich rechne gerade zur... Ja, 3 Monate geht das dann. Ja, ne? Ja, genau. Monate. Doppelt geht's in 3 Monate. Mhm. Ja. Was sagen denn die? Was sagen die Männer denn? Lassen die sich darauf ein oder setzen die dich unter Druck? Also der eine setzt mich, also mit dem ich jetzt 3 Monate zusammen bin, der setzt mich nicht unter Druck. Mhm. Aber der andere, mit dem ich etwas länger zusammen bin. Mhm. Was sagt er? Ja, der sagt halt, ich soll mich entscheiden. Ja. Und dass mich kein Mann so lieben würde wie er. Mhm. Und ja.
Warum hast du? Halt, ich hatte keine Zukunft mit dem anderen. Ich hatte nur eine Zukunft mit ihm. Sagt man natürlich immer gerne von sich selbst, ne? Ja. Warum überhaupt? Nun ist der eine mal eben ein bisschen in Urlaub, mit dem du länger zusammen bist. Ja. Warum lachst du dir da gleich einen neuen an? Ja, weil, also mit dem ich etwas länger zusammen bin, das ist ein Ausländer, sag ich mal. Mhm. Er ist verheiratet und er hat 3 Kinder. Ach so. Ja. Noch und er wollte halt runterfliegen zu seiner Familie und wollte eigentlich dort die Scheidung machen. Ja. Ja, und in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, habe ich halt, ich saß immer nur zu Hause, habe gar nichts mehr gemacht. Mhm. Ja, und dann bin ich halt, wo mein Freund dann in Urlaub gefahren bin ich dann mal am Wochenende rausgegangen. Und schwuppdiwupp, schon ist es passiert. Ja. Und der arme Mann fährt in seine Heimat und will die Scheidung organisieren und kommt zurück und dann ist seine Freundin hier bei einem anderen Typ. Genau. Auch nicht so schön, ne? Nee, aber die Scheidung hat er ja eh nicht geschafft. Ach, die hat er nicht geschafft? Nee. Aber das wusstest du nicht vorher, dass das nicht klappen würde? Ja, wusste ich ja nicht. Mhm. Was heißt das, er hat die nicht geschafft? Da heißt das, er ist weiter verheiratet und die Frau und die Kinder leben im Ausland? Nee, die leben hier mit ihm zusammen. Ach so, die leben sogar hier? Ja. Ach so. Und er lebt mit dem, die leben alle zusammen in einer Familie? Ja, genau. Und wie stellt er sich dann die Zukunft mit dir vor, wenn er dich so, so sehr liebt? Ja, er sagt, er will die nach 2-3 Jahren nach unten schicken. Seine Familie und will dann hier mit mir sein Leben aufbauen. Aber ich habe keine Lust, irgendwie 2-3 Jahre jetzt noch zu warten. Geht das denn überhaupt? Will die Familie das? Also das Problem ist irgendwie seine Mutter, weil die Mutter halt irgendwie das Sagen hat. Mhm. Also so ist das bei denen in der Familie. Mhm. Und die hat gesagt, wenn die Kinder etwas größer sind, dann kannst du machen, was du willst. Aber erstmal, weil er hat noch eine ganz kleine, die 6 Monate alt. Achso, die Mutter. Soll erstmal auf dem. Bitte? Ich verstehe. Die Mutter weiß Bescheid. Die weiß, dass es dich gibt. Ja, die weiß es. Ah so. Ah ja. So, aber die alles entscheidende Frage, Vanessa, ist, wen liebst du mehr? Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Den neuen oder den, mit dem du schon länger zusammen bist? Ja, den mit dem ich schon länger zusammen bin, das ist irgendwie schon so Alltag, sag ich mal, ne, gewesen. Naja, nach 12 das Monaten. Das andere ist jetzt halt was Neues, wo ein bisschen aufregender ist und so, wo man noch so ein bisschen ausprobieren kann und jetzt, ja. Und der, mit dem du neu zusammen bist, das ist ein Deutscher? Ja, das ist ein Deutscher. Und der hat auch keine Freundin? Nein. Da ist alles relativ einfach, wäre das zu regeln. Genau. Mhm. Natürlich kann das auf sowas, in der Regel kann das auf Dauer nicht lange laufen, ne? Ist klar. Also mit dem Verheiraten? Nee, diese Dreierkonstellation meine ich. Ach so. Entweder springt da ein Typ ab oder du musst eine Entscheidung fällen. Wie lange willst du es noch so laufen lassen? Keine Ahnung. Ich meine, du musst ja nun wirklich darüber im Klaren sein. Dich bemühen, darüber nachzudenken. Wer ist mir wertvoller? Wo ist da mehr Liebe? Wo sind da mehr Gefühle im Spiel? Natürlich magst du den anderen dann auch immer. Darüber müssen wir nicht reden. Aber es kommt darauf an, wo mehr passiert zwischen den Herzen. Ich meine, die Geschichte mit dem Älteren, mit dem du länger zusammen bist, klingt ja wirklich von den äußeren Gegebenheiten schon nicht gut. Ne? Das dauert jetzt vielleicht unter Umständen noch Jahre, ehe er frei ist. Die Frage ist, ob du das aushältst, ob die Liebe so groß ist. Ja, den Druck halte ich ja nicht aus, das ist ja das Problem. Also das ist ja eigentlich nur das Problem, dass ich das diese 2-3 Jahre nicht nochmal aushalten würde. Ja, das meine ich ja. Ja, und bei dem anderen weiß ich ja nicht, wie lange das hält, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt nur für ein paar Monate mit einem zusammen ist und dann... Vanessa, das weiß man nie, wie lange es hält. Ja, Du kannst nicht mit doppelter Sicherung und Versicherung dich in eine Beziehung geben. Du musst in eine Beziehung gehen und das Gefühl entscheiden lassen und dann immer volles Risiko. Das kann natürlich in einem Jahr immer vorbei sein, es kann aber auch 50 Jahre halten, das weiß man ja nie. Also darüber nachzudenken, ich weiß nicht, wie das mit dem Neuen geht und ob das dann lange hält. Und wenn das nicht hält, dann bin ich wieder alleine, ach, ich arme und so weiter. So kommen wir nicht weiter. Du musst dein Herz befragen, wo es am meisten und am intensivsten hinschlägt. Und da musst du dich entscheiden. Das ist die Sache. Und das kann dir ja kein Mensch abnehmen. Keiner. Ich auch nicht. Na gut. Vanessa, ich wünsche dir eine gute Entscheidung für dein Leben. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das ist es für heute. Das war's für heute in der Technik Malte E-Mails. Morgen gibt's wieder eine Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Badezimmer. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.
Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Bundeskanzler Schröder hat die Forderung ostdeutscher Regierungschefs zurückgezogen.